Lecker, lecker, lecker hier. Knupperkirschen auch mal probieren hier. Total lecker hier. Gestern in der Blüte, heute in der Tüte. Probieren geht über studieren. Gutes Hund, ist kein Scherz, kommt vom Herz. Das ist vermutlich hier die gesündeste Stelle in der Pestalozzi Straße. Die Pestalozzi Straße liegt im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie beginnt an der Suarezstraße, überquert die Wilmersdorfer Straße und endet an der Grohlmannstraße, Höhe S-Bahnhof Saviniplatz. Das waren, würde ich schätzen, sensationelle 1,75 Meter bis zum Weltrekord von 22,5 Meter Dauertag. Wollen Sie mitspucken? Sie gucken so interessiert. Ja, kommen Sie. Eine Kirche. Achtung! Ja, das waren mindestens 2 Meter. Das war schon weiter. Ja? Ja, finde ich gut. Hätte ich einen aufnehmen müssen. Okay, wir haben heute ein paar Sachen gefunden, die so ein bisschen belebt sind. Zum Beispiel sehr leckeres Marzipan, was mit viel Liebe und Leidenschaft hergestellt wird und den Geist auch belebt. Aber das geht hier, bitte mal doch. Nee, Marzipan ist ja vorne. Das ist vorne. Sie kennen sie aus. Toll. Aber selbstverständlich. Sehr schön. Am Ende der Sendung werden Sie sich auch so auskennen. Und damit willkommen zum Heimatjournal aus der Pestalozzi-Straße. Hallo, hier kann man sich schon wahnsinnig lange frisieren lassen. Wie lange gibt es denn hier schon einen Friseurgeschäft? Den Laden gibt es seit 1894 in der Tat. Und das ist mit der längste oder älteste Friseur Berlin, eventuell sogar der erste gegründete Friseur. Und darauf sind wir eigentlich ganz schön stolz. Also der Name kommt aus der Historie, eine Vorbesitzerin, ja. Die ist Lenchen. Lenchen war im Prinzip die Ehefrau von einem Friseur. Man hat früher in diesem Bereich gewohnt. Hier war eine Wand sozusagen. Okay. Und mit einer kleinen Tür. Und der Ehemann hat genau auf diesen 2 Stühlen hier, die sind auch seit 1945 stehen die hier. Aha. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil sie einfach in der Form noch selten zu finden sind. Sind die noch in Benutzung? Ja, wir arbeiten an diesen Stühlen. Okay. In der Tat. Und die sind... So kann man sich das gerne vorstellen. Ja. Dann sind, glaube ich, sehr bequem, oder? Aber hallo. Aber hallo, genau. Das, okay. Und er hat, sozusagen als Friseur gearbeitet, ist dann leider nach dem Krieg sehr frühzeitig verstorben. Mhm. Und die Frau stand dann einfach da und hat gesagt, so, jetzt habe ich einen Laden. Mhm. Und ich finde diese Geschichte so bewegend, dass eine Frau so mutig ist und sagt, also ich gebe jetzt nicht das Geschäft auf, sondern ich stelle mir einen Friseur ein, ich lerne das, fand das so beeindruckend, so emanzipiert, weil früher konnte eine Frau im Grunde genommen ohne die Unterschrift eines Mannes ja gar nichts, wenn man es genau nimmt. Okay. Das war ja gar nicht möglich. Das ist also die Geschichte von Lenchen, dass dieser Laden eine Geschichte hat. Ich finde, das sieht man auch ganz gut am Interieur. Der Ofen, der hat überlebt. Der Ofen, der hat überlebt. Ist der nur Dekoration oder geht der noch? Er ist, geht auch in der Tat und früher... Nach der Kriegszeit haben Frauen tatsächlich ein Brikett mitgebracht, um dass das Wasser erwärmt wird. Ja. Es gab Staubtücher, man hat die Haare eingedreht und sehr liebevoll ein Staubtuch rumgemacht. Und das ist, finde ich, schon enorm. Also auch, wenn man überlegt, wie die Frauen als Trümmerfrauen kämpfen mussten und aber doch irgendwie gesagt haben, ich möchte trotzdem schön aussehen und eine Frisur haben. Diese, oh, jetzt klingelt's. Ja. Auch? Retromäßig. Na, auch das retro. Telefon ist tatsächlich nicht spuck. Nein, das ist in der Tat. Es geht noch. Interessant. Mhm. Lenchen Zabenblume, guten Tag. Hallo. Nein, hier ist weder Feuerwehr noch Polizei. Hier ist das RBB. Wir drehen hier einen Beitrag. Möchten Sie einen Termin? Ja? Wie sieht's aus mit Freitag? 12 könnte ich Ihnen anbieten. Ja? Okay, gut. Alles klar, ich danke Ihnen. Interessant, oder, dass die Nachbarschaft hier so wachsam ist, sofort angerufen wird, auf dem grünen Telefon. Was ist denn hier los? Feuerwehr, Polizei? Das ist ein Nachbar, der hat beobachtet, dass hier irgendwie was passiert. Ich denke, es ist die Nachbarschaft, ist natürlich auch immer interessiert am Geschehen, was ich aber auch sehr schön finde. Die Leute lernen mich kennen, ich lerne sie kennen und... Das ist ja auch unsere zweite Geschichte. Ich nehme euch mal gerne mit. Das ist mein kleiner Vintage-Shop. Wie man sieht, bin ich eine Liebhaberin von alten Gegenständen. Wir versuchen,
einen besonderen Teil für diesen Kiez auch zu gestalten. Und zwar bringen uns die Menschen Gegenstände. Sie dürfen sich aber auch Gegenstände mitnehmen. Wir können tauschen. Okay. Mhm. Sie können sie natürlich auch erwerben. Sie können uns einen Preis nennen und sagen, schau mal. Aber es ist auch so, wenn Menschen sozial schwächer sind, dann dürfen sie sich gerne auch einfach etwas mitnehmen. Da sind aber interessante Gegenstände dabei. Ja, dieser natürlich. Schuh da oben, ist das Schmuck oder hat man das wirklich mal so getragen? Nein, das hat man. Du kannst auch gerne das Gegenstück mal schauen. Da ist der zweite. Leider mir eine Nummer zu groß, aber das sind wunderschöne Schuhe. Ich liebe sie. Aber die sehen sehr unbequem aus, um ehrlich zu sein. Sind sie nicht, sind sie nicht. Okay. Das sind alte Schuhe, die haben so eine bequeme Sohle. Den anfassen? Natürlich. Eine ganze natürlich. Kindheit, die hier konserviert ist. Wie hart Kuscheltiere einst waren. Ja. Keine leichte Sache, so ein Kinderleben. Ja, rau auch, ne? So. Schön. Aber ich merke schon, genau. Sie können unfassbar viele Geschichten erzählen. Nicht genau. nur zu dem Laden, auch zu diesen Gegenständen. Und insofern ist es genau. vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, dass das Haus 83 in der Pestalozzi-Straße so ein bisschen mhm. Kommunikationszentrale ist, weil auf der Seite Geschichten erzählt werden, ja. im Friseurladen, auf der anderen Seite aber auch. Und diese Kombination, mhm. die ist den Eigentümern des Hauses wichtig, ne? Dass da drüben die Kneipe wichtig. Auch genau. immer bleibt. Genau. Meine Eigentümer sagen, wir möchten Kiezkultur leben, wir möchten daran festhalten. An einfach alten Traditionen, so lange wie möglich, solange es in unserem Besitz ist, festzuhalten. Mhm. Sie sagen, es bleibt ein Friseurgeschäft. Mhm. Und das finde ich einfach großartig. Und sie sagen, drüben, das bleibt eine Kneipe. Und das bleibt eine Kneipe. Und in der waren wir mal und haben uns einen Abend lang die Geschichten der Kneipe erzählen lassen. Ja, Dankeschön. Die sind auch schön. Ich glaube, ihr müsst rein. Ne? Wenn er nass wird, müsst ihr rein. Oben die Plätze sind frei, da könnt ihr. Ne? Ich heiße Gabriele Sommer, bin seit 20 Jahren Wirtin von mittendrin. Aber ich komme eigentlich aus der Parfümerie. Wir sind damals, alle Propagandisten in den Kaufhäusern wurden entlassen. Und dann fiel mir die Entscheidung natürlich leicht, zu sagen, na gut, probiert. Die erste Zeit ist mir Charlottenburg sehr schwer gefallen, weil Charlottenburg ist ein anderes Klientel, denke ich mal. Hier hast du alles, vom Schauspieler, vom Arzt, vom Millionär, du hast hier einfach alles. Heute bin ich froh, also ich bin heute glücklicher. Also ich glaube auch, ohne jetzt anmaßend zu sein, dass wir schon so eine kleine Institution hier sind. Dem Spender sei ein Trollala, 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 vielleicht ist noch ein Spender da, Trollala, Prost! Schön, dass wir wieder zusammensitzen nach dem Urlaub. Prost! Also wir treffen uns alle mit Männer, ohne Männer. Wir machen mal Fahrten zusammen. Wir verreisen einmal im Jahr. Und es hilft auch jeder jedem, wenn irgendwas ist. Der eine kann Computer, der andere kann Schrauben. Genau. Und dann tauschen wir uns immer aus, was jeder so kann. Der eine kann nähen, der andere kann beraten. Nicht? Und das ist jetzt die Jüngste von uns hier. Ja. Ja, ja. Marianne. Nein, Helga. Ich werde im September, 3. September 90. Für mich ist das eigentlich eine Abwechslung, weil ich ja auch, ich bin seit 30 Jahren Witwe. Mein Mann ist sehr früh verstorben. Und man freut sich immer, wenn man hier die ganze Truppe und alle wieder trifft. So, meine Mädels, ich gebe eine Runde aus. Ja, damit wir. Für mich war immer wichtig, dass Frauen auch alleine rein können. Ich habe immer gesagt, ihr sagt Bescheid. Ihr werdet hier nicht angemacht, ihr werdet nicht angesprochen, sei denn ihr wollt das. Ansonsten sagt ihr mir oder Katja Bescheid und hat wunderbar hingehauen. Machst du für die Mädels mal eine Runde und Ordnung anbringen? Wir kennen unsere Gäste, die ersten, die reinkommen. Da wissen wir, brauchen wir gar nicht fragen, wer trinkt das, der trinkt das.
für die Gäste natürlich angenehm, für uns auch. Ne? Bitte schön. Ich trinke eigentlich wenig Alkohol, aber die Kommunikation miteinander, ja, und ab und zu trinke ich auch mal Schnäpschen. Also so ist es nicht. Aber das macht mir Spaß, denn wo soll man jetzt so hingehen? Disco ist man zu alt, das andere ist nicht meins. Und hier, wenn man vorbeikommt, guten Tag, ich wohne hier 3 Häuser weiter. Oder können wir dir was einkaufen? Brauchst du Wasser? Brauchst du Hilfe? Und das schätze ich hier sehr. Die Gabi ist für mich praktisch wie eine große Schwester. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn das mal nicht mehr ist, wenn die Kneipe nicht mehr ist, wo sollen die Leute hin? Restaurants, sie brauchen ihre Tische zum Essen. Also, wo gehst du hin? Aber nach 20 Jahren hat man dann doch manchmal einen Tag, wo du dann sagst, ach, es wird Zeit, dass auch mal ein anderer rankommt. Naja, wir sind ja jetzt die einzige Kneipe, nee, nicht die einzige. Aber ansonsten sind es ja alles mehr Restaurants. Es gibt in Berlin keine Kneipen mehr. Ja, aber ein das ist eben so eine Kiez-Kneipen-Treffpunkt für unsere Generation. Und hier fühlt man sich dann wohl unter seinesgleichen, nicht? Dem Spender sei ein Trollala, 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 vielleicht ist noch ein Spender da. Trollala, Prost! Naja, den Spender haben wir nicht mehr gefunden, aber allerhand Handwerk. Auch die Theaterschule von Annette Schreiber, weil Schauspiel ist ja auch Handwerk. Danke. Ja, dann. Gut. Fischers Fritz, Fritz, Fische, 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 Fritz, Fritz, Fisch. Sehr gut! Du wagst es, nach dem Höchsten aufzuschreiben und dabei schwach und feig zu sein? Wäre dieser Meuchelmord doch rasch getan und wieder Ruhe und Frieden. Wie? Du wagst es, nach dem Höchsten aufzustreben und dabei feig, schwach und feig zu sein? Wäre dieser Meuchelmord doch rasch getan. Und Ruhe, Frieden. Ruhe und Frieden. Wie? Wie? Du wagst es, nach dem Höchsten aufzustreben und dabei schwach und feig zu sein? Ja. Wäre dieser Meuchelmord doch rasch getan und wieder Ruhe und Frieden. Wie? Du wagst es, nach dem Höchsten aufzuschreiben und dabei schwach und feig zu sein? Und jetzt geben wir der Sache einen Grundgestus. Also, ihr habt einen Grundgestus in eurem Verhalten. Du wagst es, nach dem Höchsten aufzuschreben und dabei schwach und feig zu sein? Wäre dieser Meuchelmord doch rasch getan und wieder Ruhe und Frieden. Wer dieser Meuchelmord doch rasch getan und wieder Ruhe und Frieden? Wie? Du wagst nach dem Höchsten aufzustreben und dabei schwach und feig zu sein. Okay, Annette, ich rutsch kurz in meine andere Rolle, Heimatjournal-Moderator. Was genau machen wir hier gerade? Schauspielunterricht. Okay. Das ist hier die Studentengruppe, die mischt sich aus professionell tätigen Schauspielern, die das hier als Coaching, als Training benutzen und Aufführungen haben. Aha. Und interessierten Studenten, die parallel zu anderen Studiengängen auch schauspielerisch sich weiterentwickeln wollen. Ja. Und es gibt natürlich auch Kurse für jüngere Menschen. Also ich habe Kurse mit Kindern ab 7 Jahren, die machen lustige Themen. Wir machen gerade Schule der Träume zum Beispiel, da wird viel gesungen. Dann werden die Kinder langsam in Literatur rangeführt, über Shakespeare bis hin zu Brecht, machen wir gerade Der gute Mensch von Sezuan mit unseren Teenagern. Ja, und das ist so ein bisschen das Konzept der Schule über klassische Theaterliteratur oder auch moderne Theaterliteratur, mit sich selbst Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln. Okay. Interessant ist ja, dass wenn man hier reinkommt, es ist sofort eine starke Energie da. Das ist toll. So eine Art Wachmacher ist ja Theaterspielen ohne Kaffee sozusagen. Mhm. Wann hat es dich gepackt, das Theaterfieber, das Spielfieber? Mit 3. So früh? Also meine Eltern sind beide Opernsänger und ich wurde früh mit auf die Bühne genommen. Und
ja, es hat sich in vielerlei Richtungen entwickelt. Also mittlerweile habe ich diese Schule hier seit 17 Jahren. Mhm. Was darüber kam, als ich, nachdem ich am Deutschen Schauspielhaus gearbeitet habe, habe ich dann für Schulen, für meine Kinder Stücke geschrieben und dann habe ich angefangen, mit Kindern Theater zu machen. Und ja. Ganz kurz noch, wie empfindest du die Pestalozzi-Straße? Ist das eine Straße, die theatral ist im Zweifel? Die Pestalozzi-Straße, ja, die ist bunt gemischt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich über die Wilmersdorfer Straße nach Hause gehe, dann sehe ich schon ein Kaleidoskop der Menschlichkeit von allen Bereichen. Also das ist ja schon eine wilde Ecke. Ja, Mensch, danke für diesen kleinen Schnupperkurs. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Euch viel Erfolg für alles, was ihr euch vorgenommen habt mit der Spielerei. Und nach diesem impulsiven Ausdruck gibt es jetzt einen Moment der inneren Einkehr, würde ich sagen. Wir gehen Pestalozzi-Straße in die andere Richtung. Ja. Es ist ein bisschen versteckt, aber wir gehen dahin, wo man den Glauben feiert, den jüdischen. Stolpersteine. Auch in der Pestalozzi-Straße gibt es sie, wie überall in Berlin. Hier aber sind es besonders viele und das hat einen Grund. Denn im Hinterhof der Hausnummer 14 ist eine jüdische Synagoge. Ihre geschützte Lage hat sie vor der Zerstörung in der Pogromnacht vom 9. November 1938 bewahrt. Als sie 1912 eröffnet wurde, war sie noch eine Privatsynagoge und eigentlich für orthodoxe Juden in Charlottenburg gedacht. Doch schon ab 1915 war das Gotteshaus eine offizielle Synagoge der jüdischen Gemeinde. Diese Synagoge ist zu dem Ort geworden, an dem die deutsche liberale jüdische Tradition weiterhin gepflegt wird und in Deutschland einzigartig ist, da sie die einzige Synagoge ist, die noch eine Orgel und einen gemischten Chor hat. Konzerte namhafter Künstler und die Gottesdienste mit Orgel- und Chorbegleitung locken vor allem an den hohen Feiertagen viele Gläubige und auch Nichtgläubige in die Synagoge Pestalozzi-Straße. Tatsächlich ist sie dafür sogar in der ganzen Welt bekannt. Bei den regulären Schabbat-Gottesdiensten ist die Zuhörerschaft wie auch in den christlichen Kirchen in den letzten Jahren übersichtlicher geworden. Doch Rabbiner Sievers bereitet jeden Einzelnen sorgfältig vor. Ja, am Schabbat ist es üblich, dass, und an Feiertagen, dass aus der Tora gelesen wird. Und man muss dann schon mal hin und wieder kontrollieren, ob die Rolle, aus der man liest, auch wirklich an der richtigen Stelle ist. Weil sonst erlebt man irgendwelche komischen Überraschungen, wenn man dann die Tora lesen will und man erst mal sein Platz suchen muss. Tora bedeutet Wegweisung und über das Jahr verteilt werden all ihre Kapitel gelesen. Die kostbare Rolle wird im heiligen Schrank, dem Tora-Schrein, aufbewahrt. Bis zum nächsten Gottesdienst. Im Hauptteil des prächtigen Gebetssaales dürfen hier nur die Männer Platz nehmen. Die Frauen der Gemeinde sitzen an den Seiten oder auf der Empore, obwohl sich die Synagoge Pestalozzi-Straße als liberal definiert. Jede Synagoge kann das für sich entscheiden. Dann gibt es eben solche Synagogen wie uns oder die Rieke-Straße oder das Frenkelufer, die alle ihren eigenen Brauch haben, aber doch unterschiedlich sind. Und so kann man sagen, dass es vielleicht wie in keiner anderen Stadt eben in Deutschland durch diese Vielfalt es für jeden jüdischen Topf auch den passenden Deckel gibt. Die Bezeichnung liberal wird hier in der Synagoge Pestalozzi-Straße durchaus als Tradition und Wandel gelesen. In den letzten Jahren hat allein die Pandemie dafür gesorgt, dass sich Dinge verändert haben. Zuerst notgedrungen, aber wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, sind einige davon geblieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie mal gut finden würde, aber seit Corona streamen wir eigentlich jeden Gottesdienst live, sodass auch die Leute, die nicht kommen können, weil sie nicht mehr in Berlin wohnen zum Beispiel, aber Beter dieser Synagoge waren oder weil sie eben krank sind, doch die Möglichkeit haben, am Gottesdienst teilzunehmen. Doch alle anderen sind hier gerne vor Ort willkommen, in der Pestalozzi-Straße. Thank you.
Die Pestalozzi-Straße ist ja irgendwie auch eine Shoppingmeile auf 1,7 Kilometer Länge mit vielen kleinen, ungewöhnlichen Geschäften. Und eins wollen wir Ihnen unbedingt vorstellen. Hier gibt es Marzipan, und zwar ganz besonderes Marzipan, nach Königsberger Art. Ach, hier wird geformt. Hallo. Hallo. Ist das alles Handarbeit bei euch? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange brauchst du für? Oh, das geht schnell. Ein S. Ja. Es wird erst ausgerollt. Wie lange hast du trainiert, um das so schnell hinzubekommen? Also einfach so 6 Monate. 6 Monate braucht man, okay. Ja. Wie lange machst du das schon? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren? Ich bin hier bei Wald Königsberger Marzipan, ja. Wahnsinn. Hallo. Hallo. Du bist der Herr über das Marzipanreich? Sozusagen, ja. Die große Frage, die mir im Kopf rumschwebt, ist ja, was unterscheidet denn euer Marzipan nach Königsberger Art von dem Marzipan, das wir zum Beispiel aus Lübeck kennen? Da haben wir verschiedene Unterschiede. Ja. So eine in der Rezeptur. Marzipan aus Königsberg muss Rosenwasser enthalten. Okay. Und auch Bittermandeln im okay. Marzipan enthalten. Und das Hauptmerkmal ist, dass zum Schluss das Marzipan abgeflammt wird. Das verleiht diese schöne Bräune obendrauf und das ist das Hauptmerkmal von Königsberger Marzipan. Und hier ist jetzt aber noch nichts abgeflammt? Richtig. Das ist jetzt quasi sozusagen noch Natur, ja. Ohne Flammung. Und das stecken jetzt in den Ofen, um die gewünschte Bräune herzustellen. Das heißt, da steht niemand mit dem Flambierer oder Feuerwerfer, das macht der Ofen in dem Fall? Früher wurde das mit der Hand, mit dem Flambierer gemacht, aber heute brauchen wir ein bisschen mehr Kraft. Da okay. ist der Ofen. Weil du gerade früher sagst, wie lange wird denn hier schon Marzipan hergestellt? Seit 76 Jahren dieses Jahr. Das ist aber viel. Und immer deine Familie? Immer meine Familie, ja. Hat angefangen okay. mit meinem Urgroßvater. Und kam der aus Königsberg oder woher kommt diese Rezeptidee? Er kam aus Königsberg und hat auch schon dort mit seiner Familie das Königsberger Marzipan hergestellt. Okay. Ich merke, es wird warm hier. Richtig. Hinten, das ist der Ofen? Genau, das ist der Ofen. Ja. Hier werden wir mal das Marzipan reinschieben und abflammen. Du bist Nummer 4, 5 in der Familienreihe? Nummer 4 bin Nummer ich in 4. Berlin. Ja. Was ist deine erste Erinnerung an Marzipan? Du warst ja vermutlich so groß, als du hier das erste Mal unterwegs warst, oder? Ja, tatsächlich, die erste Erinnerung an Marzipan ist mit meiner Urgroßmutter hinten mit Puderzucker Marzipan rumzuspielen. Aha. Einfach mal ein bisschen kreativ formen, was man so als Kind macht. Ja. Eine Schnecke rollen, eine Blume machen. Cool. Das war so der Anfang. Ja, was haben die Urgroßeltern erzählt? Wie haben die früher hier produziert? Früher war das gemischt zwischen einer Wohnräumlichkeit und einer Arbeitsräumlichkeit. Hinten wurde tatsächlich gewohnt und vorne wurde dann produziert und verkauft. Das ist interessant, das hatten wir heute in der Sendung schon mal beim Friseur. Da wurde auch geschnippelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite wurde gewohnt. War früher scheinbar üblich. Richtig. Weil es auch damals einen Wohnraummangel gab in Berlin. Genau. Geld war auch knapp. Also man konnte sich auch nicht leisten, eine Wohnung zu haben, während man auch einen Geschäftsraum hatte. Und daher musste man halt sich auf beides einlassen. Okay. Und das wurde tatsächlich auch noch lange Zeit gemacht. Wie ist denn die Pestalozzi-Straße so? Wie würdest du die beschreiben? Ich würde sagen, es ist eine schöne Kiezstraße. Hier sind viele alte Geschäfte, vor allem auch Traditionsgeschäfte, die halt auch kommen und gehen leider. Aber es hält sich auf jeden Fall so, dass hier die Kunden auch sowas wertschätzen. Ja. Also die Kunden kommen auch her, weil es Spezialitätengeschäfte gibt, die man sonst nirgendwo findet. Königsberger Marzipan. Ich weiß gar nicht, ob es das sonst noch irgendwo anders gibt in Berlin-Brandenburg. Auf alle Fälle in der Pestalozzi-Straße. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, einmal drehen. Ja, getoastetes Marzipan, könnte man so sagen. Sozusagen. Mit einer leichten Karamellnote. Wenn ich da jetzt zugreife, verbrenne ich mir den Mund vermutlich, oder? Tatsächlich ist das leckerste Marzipan, was man essen kann. Wenn's ganz frisch ist. Wenn es noch warm ist. Darf ich da jetzt mit meinen Fingern? Ja, hast du irgendwas zum Pieksen? Nimm mal hier eine. Kannst du gerne ein Stück runternehmen? Ich verbinde es ja auch eigentlich so mit Weihnachten. Das ist sehr weich. Oh, das ist wirklich sehr weich. Ja. Oh, ich zerstöre es auch sofort. So. Und kann man sich dran? Nee, ja, okay. Man kann. Es ist noch viel weicher. Mm. Es ist, als wenn das flüssig wäre. Es zergeht auf der Zunge wie Butter. Oh, wie warmer, weicher Keksteig. Richtig. Mmh. So frisch gibt es nur Marzipan bei uns. Toll. Dankeschön. Also wir wissen jetzt, was Königsberger Marzipan ist und ziehen weiter.
Tja, kulinarisch hat die Pestalozzi-Straße einiges zu bieten. Ja, und wenn es halt nur eine Molle von der Tanke ist. Am lässigsten ist der Feierabenddrink aber hier im A-Train. Seit 1992 gibt es den Jazzclub. Tja, im Moment ist das hier aber, ich würde sagen, der stummste Jazzclub der Welt. Denn closed for renovation. Es wird umgebaut. Aber gute Nachricht, ab August geht's wieder los. Dann können Sie hier wieder sitzen und triolisch mit den Füßen wackeln oder mit dem Kopf nicken. Pestalozzi-Straße bei Nacht, hier können Sie die erleben. Weitere Infos finden Sie im Internet heimatjournal.de oder im rbb-Textseite 364. Kommende Woche sind wir dann unterwegs wieder in Berlin, und zwar Berlin-Lichtenberg in Malchow, das eigentlich gar nicht aussieht wie Berlin. Tschüss.